Das Stade de la Tuilière ist heute der Schauplatz, wo in Kürze der FC Lausanne-Sport und der FC Zürich im Rahmen der 32. Super League-Runde sich also gegenüberstehen werden. Und somit auch ein sehr herzliches Willkommen von meiner Seite. Schön habt ihr hierfür, liebe Fußballfans, bei uns auf Blue Sport live eingeschaltet. Wir haben es gehört, dem Gast aus der Limmatstadt bietet sich dabei die Möglichkeit, sich definitiv für die Top 6, sprich die Championship Group, zu qualifizieren. Dafür brauchen die Zürcher einen Sieg, wie schon zuletzt, als die Limmatstädter dank dem Sieg in Genf 3 Big Points haben einfahren können. Und der Support ist gewiss. 1500 FCZ-Fans sind hier an den Lac Léman gereist. Die Stimmung, die wird richtig gut sein. Haben sich da unmittelbar hinter dem Kasten aufgestellt, weil schlichtweg der Gästesektor zu klein ist für diese große Anzahl an Zürcher Fans, die eben die Reise auf sich gemacht hat, um ihre Farben in der Fremde zu unterstützen. Ein Selbstläufer wird das heute nicht werden gegen den FC Lausanne-Sport. Die Waadtländer in den letzten Wochen noch richtig gut unterwegs. Sie spielen zu Hause, die Heimstärke so ein bisschen zurückgekehrt. Und es wird auf Kunstrasen gespielt, also wir dürfen gespannt sein, was wir da gleich während den kommenden 90 Minuten zu sehen bekommen. Für die beiden Teams geht es raus auf den Kunstrasen des Tuilières. Bekommen wir heute im dritten Saisonduell zwischen diesen beiden Teams zum ersten Mal einen Sieger präsentiert. Zweimal wurde nämlich unentschieden gespielt. Auch die Fans des FC Lausanne-Sport in einer Vielzahl hier im Stadion zu sehen. 6000 Tickets gingen weg bis gestern, also auch die guten Leistungen der Waadtländer scheinen die Fans zu honorieren, indem sie eben etwas zahlreicher hier ins Stadion kommen als vielleicht noch vor einigen Wochen und Monaten. Fabio D'Aprela kurz im Bild gewesen, er wird heute in der Startelf stehen, dann wenig später mehr, wenn wir ihn auch zu sehen bekommen. Wie viel Arbeit bekommt Carlo Letizia, der 2-Meter-Mann, der richtig stark gehalten hat im letzten Spiel? Goldwert für Ludovic Magne. Immer etwas Spezielles. Natürlich die Duelle gegen den FC Zürich hier im Gespräch mit Miloš Malenović. Werte dann während der Partie noch etwas genauer auf seine Vergangenheit bei den Limmatstädtern zu sprechen kommen. Fedai San wird sich gleich der Leitung dieser Partie annehmen, dies mit Unterstützung seiner beiden Assistenten zusammen, Küng und Leroy Hartmann. David Uwiler amtet als vierter Offizieller und ihr seht es, in Volkenzwil hat Luca Cibelli Platz genommen. Er wird die Rolle des VAR einnehmen und schaut sich dann bei Bedarf die strittigen Szenen noch einmal an. Ich nehme es vorweg, beide Teams müssen heute auf gesperrte Spieler verzichten. Ludovic Magne, auch er hat die ein oder andere Personalie, die heute nicht dabei sein kann. Im Kasten keine Überraschung mit Carlo Letizia, Dabanli und Poatinoi mit dabei. Viererkette, auch hier keine Überraschung. Dann dürfen wir dann schon gespannt sein. Uns wurde Pafundi an der Seite ganz vorne von Kalisen angegeben. Wird er dann so offensiv spielen oder ist es ein 4-3-3 mit Sen und Diabate und Rutani auf den Flügelpositionen? Das werden wir dann zu sehen bekommen. Gesperrt Raresh Ilie und Alvin Sanchez. Koil und Soloi Biaukalu verletzungsbedingt nicht dabei. Auf Seiten der Zürcher, da fehlen gleich mehrere Spieler. Wegen einer Gelbsperre Boran Jasevic, Roner, Kruesiu und auch Zawa heute nicht mit dabei. Konzei Saude wurde als fraglich gemeldet. Steht auch nicht im Aufgebot, wie Kalix der Junior League, der krank gemeldet ist. Zwei Änderungen gibt es. Fabio D'Aprela neu mit dabei in der zentralen Abwehr. Viererkette wurde uns angegeben und Wallner, der dann im rechten Couloir offensiv zum Einsatz kommt. Okita Krasnici Wallner, die dann Marquesano vorne unterstützen soll. Wunderbares Fußballwetter heute wahrscheinlich in der gesamten Schweiz, auch hier am Lac Léman. Also keine Nebelbildung, sondern eine Rauchentwicklung wurde ein bisschen gezündet. Schon während dem Warm-up die Stimmung richtig gut. Da wurden beide Teams schon lautstark angefeuert.
wird also noch ein paar Sekunden dauern, bis Fedaizan, der heutige Referee, dann gleich in den 18. Saisoneinsatz hineingeht, so eben geschehen. Der FC Lausanne-Sport in der ersten Hälfte von links nach rechts. Wunderbare Kulisse für mich, auch erfreulich. George, bist du heute neben mir? Kommentierst du mit mir diese Partie? Was sagt dein Bauchgefühl, 50-50 Geschichte? Ich tue natürlich eher auf Lausanne tippen, weil Lausanne unbedingt noch einen Punkt müssen haben, für dass nachher die Abschiedssorge los haben. Zürich ist klar die Millengewinnung. Und die müssen eigentlich gewinnen, dass nachher den Platz für den Europacup-Platz haben können. Und darum bin ich sehr gespannt auf das Spiel heute. Vor allem auch von der Aufteilung her. So wie man es hier sieht, ist eher ein Dreierabwehr vorhanden. Mit dem Prella, Katic und Camberi. Und nachher Tante und der Wallner sind ein bisschen weiter vorgeschoben. Und da sieht man auch die Aufstellung jetzt, wie es schief steht. Und da muss man sagen, Zürich will sicher offensiv mehr Druck machen als in den letzten Spielen. Wenn es gut läuft in den kommenden Wochen, wieso nicht noch die vorderen Plätze angreifen? IBE scheint so ein bisschen enteilt zu sein, aber Rang 2-3 durchaus möglich. Für das Team von Ludovic Mania geht es eben, wie es George gesagt hat, darum noch die Punkte zu sammeln, damit man da nicht mehr Gefahr läuft, den Blick nach hinten richten zu müssen in der Tabelle. Murat Ural, einer der beiden Co-Cheftrainer, hat im Vorfeld gesagt, wir sind hier an den Lac Léman gekommen, nicht um da hinten stehen zu bleiben. Wir wollen guten Fußball spielen, wir wollen offensiv agieren. Das könnte dann eben auch das Stilmittel sein, um den FC Lausanne-Sport so ein bisschen in die Schranken zu weisen. Guter Ball in die Tiefe. Okita, noch besser, wie der Giger nach hinten gearbeitet hat. Das war schon das zweite Mal, dass mit einem langen Ball in Schwierigkeiten sind gekommen, die Lausanner Abwehr. Und da sieht man einfach, dass das das Mittel ist, wird sein von Zürich, mit einem langen Ball hinter der Verteidigung können spielen. Dass nachher vor allem der Okita als schnelle Stürmer davon kann profitieren. Der Manli Düssen, zwei sehr routinierte, starke Verteidiger, aber geschwindigkeitstechnisch haben die Zürcher dann schon Vorteile, wenn sie da mit Tempo, mit Ball in die Tiefe gehen können. Ich bin auch gespannt, wie Lausanne heute vorne agieren wird. Komplett neu der Sturm, gleich auf 5 Positionen. Die Wattländer verändert. Beim Team von Murat Ural sind es 2, ich habe sie genannt, Daprela und Wallner, die heute neu in der Startelf stehen. Ja, als Mittelstürmer ist der Sene, was ganz klar vorne ist. Der Rudani auf der Seite und auf der anderen Seite kommt der Diabate. Druck soll machen und der Bafund ist doch derjenige, der Schicht ein bisschen zwischen dem Mittelfeld und dem Sturm dort hin und her bewegt und nachher probiert sein Spiel anzuziehen. Also eher ein 4-3-3, wie man es auch erwarten durfte, wenn man sich das Spielmaterial anschaut. Okita, wieder Okita, zwingt Letica zu einer Parade, hat ein bisschen Mühe, da den Ball festzuhalten und so endet diese ganze Aktion in einer Ecke für den Gast aus der Limmatstadt. Das ist schon frappant, wenn man sieht, in dieser kurzen Zeit ist jetzt Zürich dreimal in eine Aktion gekommen mit einem langen Ball oder einem abgehängten Ball und die Verteidigung verlassen und hat das noch immer nicht in den Griff bekommen. Im Kopfball stark sind sie eben auch. Die Zürcher kommen hier zu dieser Ecke etwas hochgeraten und dann unerreichbar oder kaum eine Chance für Katic, hier den Ball noch einmal gefährlich in die Mitte oder auf den Kasten zu bringen. Schon zu Beginn gesagt, normalerweise ist ja der Gästesektor gefüllt. Heute stehen
die Zürcher Fans da unmittelbar hinter dem Kasten aktuell von Letizia. Damit alle 1500 gesammelt Platz haben. Sie haben sich schon sportlich betätigen müssen, im Gegensatz zu den Spielen. Das war doch ein langer Fußmarsch, die 40, 50 Minuten da hoch Richtung Stade de la Tuilière vom Bahnhof aus gesehen. Erneut führte die Reise der Fans also an den La Clément. Zuletzt ging sie noch ein bisschen weiter nach Genf. Heute werden die Zuschauer dann auch 90 Minuten ihr Team mitverfolgen können. Fundi geht Trapela dazwischen. Fabio Trapela ersetzte Kresiu ja schon zur Pause im letzten Spiel. Okay, Simon Wallner, der ist im letzten Spiel allerdings dann erst in der Schlussphase rangekommen. Ecke Lausanne, getreten vom Captain Custodio. Sehr speziell war vorher, dass der Düssen mit dem Ludo mit Manja in Scaredo, wo er ihm im Oberschenkel noch recht zeigen kann, dass er irgendwie ein Problem hat. Und da sieht man wieder, er greift immer wieder zurück an den Oberschenkel. Es ist möglich, dass er irgendwie nicht ganz topfit ist oder was sie im Oberschenkel hat. Also mal schauen, wie lange es weitergehen wird für Noé Düssen. Ludovic Magna hat ja mit Nani Sayamo und Grippo zwei Optionen auf der Bank sitzen. Füße. Und auch gut zu sehen, die Zürcher, die versuchen wirklich vorne hoch stehen zu bleiben. Bei Lausanne hatte man schon das Gefühl, in den letzten Monaten sind viele Automatismen, die da auch gegriffen haben. Ja, und sieht sich Ludovic Magna, danke an die Regie, gleich gezwungen zu wechseln. Vorsichtsmaßnahme, dass sich Nani Sayamo hier mal an der Seitlinie aufwärmt. Rudani, starke Ballannahme. Bafundi. 10 Meter Hacke. Schöner Versuch, gefährlich wurde es nicht. Lausannes bester Torschütze in dieser Saison, Kalisen. 10 Mal hat er schon eingenetzt. Wir bekommen ja heute auch ein Spiel 2 doch sehr vom starken Teams zu sehen. Aus einem Team seit 4 Partien ungeschlagen. Seit Runde 23 ging man insgesamt nur einmal als Verlierer vom Platz. So hat man eben auch diese Punkte geholt, um sich von Stade Zanussi weiterlösen zu können. Jetzt holt sich da kurzzeitig den Ball nur zurück. Giger. Das Verständnis mit Bafundi. Also Zürich macht extrem das Pressing drauf, lässt sich nicht los und wirklich nicht ans Spiel kommen. Da sehen wir immer wieder die Fehler, die passieren, die technischen Fehler und die ungenauen Zuspiele, die produziert werden. Also Murat Ural und auch Umberto Romano, kein unbekanntes Gesicht hier beim FC Lausanne-Sport.
TT1 gut 3 Jahre unter Giorgio Contini als Assistenztrainer. Beide scheinen ihr Team gut auf diese noch schwierige Aufgabe eingestellt zu haben. Bafundi. Mit Giger mit in diesen Angriff. Dann ist es Walner, der erfolgreich dazwischen geht. Apropos viermal ungeschlagen geblieben, das sind auch die Zürcher. Zuletzt gab es den Sieg, die 3 ultra wichtigen Punkte in Genf. Davor wurde 3-mal unentschieden gespielt. Marquesano. Toller Pass, gute Übersicht. Nimmt Walner mit, der mit dem Abschluss. Und dann zischt der Ball wahrscheinlich einen guten Meter am Kasten von Letizia vorbei. Hervorragend gesehen von Marquesano, dass auf der rechten Seite der Walner ganz alleine kommt. Und da sieht man jetzt auch, dass der Diabate zu wenig grosse defensive Arbeit gemacht hat. Der Schuss ist natürlich nicht gerade so optimal gewesen. Hätte doch ziemlich weiternehmen. Ja, und Letizia wäre auch zur Stelle gewesen bei diesem Abschluss von Silvan Walner. Füße. Der ankommt bei Kalisen, dieser im Duell mit Katic, dann kommt Rudani zu Hilfe. Bafundi, Bernet. Ball kommt zwar nicht an von Antoine Bernet, aber das ist eine ganz wichtige Figur in dieser Saison. Bei Ludovic Magna, der Mann, der kein einziges Pflichtspiel verpasst hat, immer in der Startelf stand er, der Marathonmann. Ein Team aus der Wand. Oh, Fuß weit oben. Da Bernet im Gesicht getroffen, Fedaisan, der stand ziemlich gut positioniert, wenige Meter von dieser Aktion entfernt. Mit Reklamation vom Captain von Olivier Custodio. Scheint ein bisschen durchgeschüttelt worden zu sein und Ludovic Magna spätestens nach 13 Minuten auf Betriebstemperatur angekommen. Und das wäre dann auch eine gelbe Karte. Ja, da ist die gelbe Karte ist extrem hoch, wenn er mit dem Ball geht. Und ich bin natürlich so sehr erstaunt, dass der Schiedsrichter das selber nachher nicht gesehen hat. Oder wie gesagt, sind ja noch andere da, wie der vierte, der zusätzlich noch da ist, der kann mitteilen, oder der Assistent von der Linie, der da zu dem da überlügert wird. Und das sind natürlich schon Situationen, wo man nachher nicht kann begreifen kann. Auf der einen Seite verstehe ich den nachher auch, Ludovic Magna, dass man dann nachher ein bisschen erbost ist und nicht gerade die freundlichsten Worte zum vierten Assistent sagt. Glücklicherweise kann es für Bernet weitergehen. Gleich kommen wir in der 15. Spielminute an und ich bleibe dabei, das war doch ein über weite Strecken rassiger Start, den wir da zu sehen bekommen haben in dieser Partie. Und George, der FCZ, von Beginn an wirklich in diesem Spiel drin. Ja, man sieht, die FC Zürich ist wirklich präsent auf dem Platz, ist sofort agil, macht hohes Pressing, ist euer Wiffer. Hat das bessere Passspiel, hat kontrollierter die Pass und hat immer wieder gute Pass ins Zentrum, in die Tiefe, die Spieler tun. Da hat man auch wieder jetzt gesehen mit dem Kraschnicki, der die Wiedermöglichkeiten kann. Da hat der Lausanne-Sport wirklich ein riesengroßes Problem. Sobald das Stürmer angespielt werden tun oder wenn die Mittelfeldspielerin in die Löcher geschickt werden.
Hier noch einmal zu sehen, taucht da schnell in die nahe untere Ecke. Carlo Letizia kann somit den Einschlag verhindern nach dem Versuch von Bledjan Krasnici. Aber was stehen bleibt, ist dieser Eckball. Getreten von Okita. Wegverteidigt von Dabanli. War die Möglichkeit, schnell in die Gegenrichtung zu gehen. Etwas unpräzise dieses Zuspiel und auch gut. Okita, Damadou Danze nach hinten gearbeitet hat. Zürichs Matchwinner aus dem letzten Spiel. Schoss ja den goldenen Treffer im Stade de Genève. Damit. Fairer Einsatz von Matthew Okita. Ein sehr belebendes Element in dieser Startviertelstunde beim FC Zürich, Jonathan Okita. Und das ein Zeichen, dass der Mann mit der Nummer 2 mit sehr viel Selbstvertrauen unterwegs ist. Und ich wollte sagen, da musst du ein grosses Selbstvertrauen haben, wenn du von 25, 30 Metern aufs Goal schießen tust. Ja, man kann es natürlich versuchen, wenn er Platz hat, wieso nicht abziehen? Rote Pafundi noch leicht getroffen. Unglaublich stark in den Dribblings. Simone Pafundi hat in den letzten Wochen immer besser den Tritt gefunden. Boatin. Ja, Pafundi ist wirklich ein Spieler, der jetzt ist, immer besser geworden. Und man hat schon im ersten Spiel gesehen, die Qualitäten, die er hat, Ballführung, die er hat, sehr enge Ballführung, gute Dribblings, gut zurück für auf die Stürmer noch einzusetzen. Und man soll wissen, dass er ein ganz junger Spieler ist. Und von dem her muss man sagen, ist unglaublich, dass Selbstbewusstsein, das er auf den Platz bringt. Der Spieler von Udinese Calcio hat im Friaul noch einen gültigen Kontrakt bis 2026. Ball zurückgeholt von Boatin. Der Mann lebt etwas zu weit. Der Pass auf Sinn. Trotzdem gibt es den Daumen nach oben von Kalisin. Statistisch kann es belegt werden, dass Zürich gut in diesem Spiel drin ist. Man hat mehr Zweikämpfe gewinnen können. Fast 60% Ballbesitz. Und man hat auch mehr Abschlüsse zu verzeichnen in diesen ersten knapp 19 Minuten. Die gespielt sind hier im Stade de la Tuilière. Nach hinten zu Yannick Brecher. Auch für ihn gilt ja das gleiche. Starke Leistungen, schon 12-mal zu Null gespielt in dieser Saison. Zweimal zuletzt die Schotten dicht gehalten. Anton Kade vom FCB, der letzte, der Yannick Brecher bezwingen konnte. Marquesano. Conte verlagert auf Wallner. Guter Laufweg gewesen von Krasnici.
Aber jetzt war es zu ungenau. Der Pass. Ich hoffe, ihr zu Hause könnt auch ein bisschen die Stimmung mitnehmen. Es fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen an wie ein Heimspiel für den FC Zürich. Es ist unglaublich, wenn man denkt, wie die Zugkurve in jedem Spiel geht. Ich war in Lugano, wo die alles während, da wird einfach während 90 Minuten wird gesungen, wird gemacht. Die Mannschaft unterstützt, auch wenn es im Hintertreffen ist, dann ist immer wieder anführen. Das ist unglaublich, wenn man sieht, die Masse, die immer wieder mitkommt in die Auswärtsspiele. Probieren wir auch das Wetter, spielt heute mit Fußballherz. Was willst du mehr? Mage spielt. Hat auch Referee Samgreich angezeigt. Parfunti mit dem Schlenzer. Und Brecher zur Stelle. Ja, ich setze Lausanne langsam ein bisschen den Trick gefunden ins Spiel. Man sieht euch, Zürich kann nicht mehr so das Pressing aufziehen, weil es schon besser Ballen zirkulieren. Und muss ich sagen, aber jetzt ist der erste Schuss richtig aufs Goal gekommen, von Lausanne-Spor auf den Brecher. Da sieht man jetzt euch, die Mannschaft ist ein bisschen befreiter und doch praktisch 20 Minuten gebraucht, bis der Trick gefunden haben. Die nächste Ecke, der Bandli hochgestiegen. Etwas zu viel Rücklage wurde dann wahrscheinlich auch noch entscheidend gestört. Und so kommt dann kein gefährlicher Kopfballversuch vom Deutsch-Türken zustande. Der Kai Dabanli, der 33-jährige Routinier aus Frankfurt am Main. Gilt ja auch nicht als sonderlich torgefährlich, hat er während seiner bisherigen Karriere zumindest nicht unter Beweis stellen können. Einmal hat er getroffen in dieser Saison, nämlich im April bei den Hoppers. Versucht es dann mit dem Außenrist Okita in Szene zu setzen. Marquesano, Krasnici. Spiel von Krasnici, der hat in dieser Saison schon getroffen gegen den FC Lausanne-Sport, nämlich beim 2:2. Zu Hause im Stadion Letzigrund. Vielleicht auch ein gutes Omen in den letzten beiden Partien hat der Mann hier im Bild. Zürich Nummer 7 gegen Teams aus dem Welschland scoren können. Parfunti, Bernet, Diabaté läuft ein, wird auch angespielt. Starkes Tackling von Katic. Musste auch hingehen, denn wenn da der Ball durchkommt, steht Diabaté alleine vor Brecher und dann wird es so richtig gefährlich. Ja, schon der erste richtig schnelle Angriff gewesen, was Lausanne ausgeführt hat. Da sieht man wieder, wie gefährlich das Lausanne wenn beim Umschaltspiel ist. Hier holen sich die Zürcher den Ball zurück, allerdings nur für kurze Zeit. Die Körpersprache, die stimmt auch trotz einem Fehlzuspiel. Da wird geklatscht, da wird motiviert. Ja, da sieht man einfach auch, dass aber die Mannschaft da ist. Und sie will zeigen, dass sie unbedingt halt die Punkte holen kann. Zürcher wollen ja auch ohne Ball sehr druckvoll agieren. Das ist über weite Strecken gelungen. Man will die Räume schließen, damit Lausanne dann eben auch dieses Tempo nicht aufnehmen kann.
da schon einige Spiele selber abblenden, kommentieren dürfen. Teilweise geht es da richtig schnell über die Seiten nach vorne. Wenn es so weiterläuft, sportlich gesehen, dann wird man das Saisonziel, der sichere Klassenerhalt, auch erreichen können. Rang 5 bis 8 wurde da mal ausgegeben. Sam von Fundi. Diabate. Diabate! Mit dem 1:0, 26. Spielminute, Fusseni Diabate macht es eiskalt, lässt Yannick Brecher überhaupt keine Abwehrchance. Das war ein Strich von einem Schuss. Unglaublich, wie einfach das sich Lausanne Sport hat können lösen von der eigenen Hälfte. Und da sieht man auch nachher wieder den Pass, wo der Fundi gesehen hat, dass der ganz aussen der Diabate ganz alleinig ist. Und er trifft noch natürlich wunderbar einen schönen Strich ins Witter Eck. Und da ist als Goalie gar keine Chance. Ja, und die Freude umso grösser bei Diabate, weil noch einmal zu sehen, wie präzise dieser Abschluss den Weg in den Kasten gefunden hat. Ja, in den Pfosten schlägt es ein. Und es ist der allererste Pflichtspieltreffer für Diabate im Trikot des FC Lausanne bei seinem 23. Einsatz. Man soll sagen, dass der Schiedsrichter hervorragend reagiert hat, wenn man sieht, es war ein Foulspiel in der eigenen Hälfte von Lausanne, wo der Boate angeschlagen wurde und er lässt Laporte laufen und aus dem Vorteil hat man dann nachher das Goal schiessen. Das ist doch von dem man gesehen hat, dass er auf das nicht ist gegangen und der Spieler steht wieder, also wird die Verletzung nicht mehr so gross sein. Das erste Super League-Tor im 21. Spiel für Fusseni Diabate. Da sieht man, wie schnell das gehen kann. Auf einer Seite Zürich mit ganz klaren, besseren Chancen haben dominiert. Praktisch waren 20 Minuten das Spiel in den Fingern gehabt. Und jetzt so unserem Konter uns kann man nachher, das Spiel nachher in die Bahn leiten für Lausanne Sport und 1-0 in Führung haben. Weil Lausanne auch ein bisschen besser ins Spiel gekommen ist, hat in den letzten Minuten doch deutlich mehr Ballbesitz als noch in den Startminuten dieser Partie. Gesagt, die Duelle von Ludovic Vanja gegen den FCZ, die werden wahrscheinlich immer für etwas Besonderes bleiben. Schon als Spieler schnürt er seine Fußballschuhe für den FCZ. Es ist natürlich klar, dass das für Ludovic etwas Spezielles ist, der FC Zürich. Ich meine, er ist von Deutschland zurückgekommen, war selber Äußerverteidiger, ist nachher als Trainer mit sich noch starten mit dem FC Zürich. Und von dem her kann er sicher sagen, hat er euch dem FC Zürich viel zu verdanken, dass der Hito an der Linie von Lausanne Sport stehen kann. Über 5 Jahre lang amtete er in der Akademie des FCZ, bevor er dann eben das Cheftraineramt übernahm, sich hocharbeiten konnte. Aber klar, alles noch möglich in diesem Spiel. Die halben Stundenmarke haben wir noch gar nicht erreicht. Hier im Stade de la Tuilière. Mathieu. Ja, kaum anzunehmen, dieser Ball für Marke Sammer. In der jüngsten Vergangenheit gab es für Lausanne nicht viel zu holen in den Duellen gegen den FC Zürich. Keines der letzten 9 Super League-Spiele wurde gewonnen. Das
Mathieu und Wallner, die ein bisschen hinten absichern. Ansonsten steht da alles vorne im 16er drin. Und dann ist es Cambéry. Auch schon drei Tore erzielt in dieser Saison, Lindrit Cambéry. Absolut gesetzt in diesem Team. Der passt an sich den Jahresklose Mitte Dezember in St. Gallen wegen einer Geldsperre. Lucen. Giger vorne anzutreffen im Zusammenspiel mit Rudani. Immer noch Rudani. Dann gut antizipiert von Conte. Vielleicht die Möglichkeit für den FCZ, das Spiel schnell zu machen. Mit Marquesano. Keine Offside-Position von Okita. Und doch etwas Glück für Poitiers in dieser Aktion. Ich kann schon fast sagen, spektakulär, wenn ja. Er die Gegner holt. Ich glaube, er hat irgendwie geschmeckt, dass da hinten sich der Wallner noch wartet, dass er etwas machen muss und den Ball irgendwie wegschlagen hat. An unsere Statistiker, also nach 256 gegentorlosen Minuten hat es also wieder mal hinter Yannick Brecher eingeschlagen. Kopfball von Marquesano. Dann unter anderem auch die Präzision. Rudani in den Lauf von Profundi weitergeleitet. Seine Distanzschuss zieht dann deutlich am Tor vorbei. Der Treffer, der bisher einzige. Einmal durchgeladen, voll abgezogen und dann spezieller Torjubel. Sehr speziell. Wollte ich auch gerade sagen. Die Aktion noch nicht vorbei. Vielleicht der Versuch. Aber ich finde genau die Aktion von der ersten 5 bis 10 Minuten war wahrscheinlich tiefe Spieler tönt und Lausanne-Verteidiger hat das wirklich noch gar nicht in den Griff bekommen, wie man die kann stoppen. Hier noch einmal das tolle Zuspiel in die Tiefe, im genau richtigen Moment, der Pass und auch der Laufweg, der war gut, hat sich da lösen können von seinem Gegenspiel. Spielt los nochmal eine andere Variante von hinten schießen beim Fünfer, dass nicht immer hinten schicken gegen Warten von hinten raus spielen tut, sondern die ganze Mannschaft hoch und Mittellinie ist gegangen. So dass relativ gar nicht selber unter Druck geraten hat. Oh,
waren die ersten Emotionen drin bei diesem kleinen Rencontre zwischen Sen und Katic. Alles hat sich da schnell wieder beruhigt. Verlust von Pafundi. Lausanne holt sich die Kugel zurück. Sen, Laufduell d'Aprela gegen Rudami. Rudami jetzt war schneller. D'Aprela tut das einzig Richtige, nämlich das Innere abzuschirmen. Da gleich an zwei Zürchern vorbeikommen. D'Aprela war der eine, Dante der andere Spieler. Ja, ganz über ist nicht gesehen. Der gesehen, wie dass der das klar ist, halt um 16 gesehen, aber hat gesehen, dass der Dante ihn nur doch noch berühren tut mit dem Oberschenkel. Giorgio Bernet. Nach wie vor leichte Chancenvorteile für die Gäste aus Zürich. Für alle Fußballfans, die etwas später zu uns gestoßen sind. 1:0 heißt es seit der 26. Spielminute, nachdem Fusseli Diabate nach Vorlage von Simone Pafundi hat treffen können. Oben die Schussstatistik für euch noch einmal eingeblendet. Passt auf die kopfballstarken Düssen, die werden da natürlich immer gesucht, wenn möglich. Sich meistens Katic. Sich Düssen angenommen. Bernet. Viel Platz auf der rechten Seite. Bernet hat diese Übersicht, findet Pafundi. Und Zürich selber tut jetzt viel zu weniger mehr an Druck machen, dass man doch ein bisschen stabil bleiben tut, dass man nachher nicht nur jetzt einen dummen Angriff würde bekommen, was nachher ein 2:0 erzielt werden. Der FC Lausanne-Sport aktuell ja auf Rang 8, punktgleich mit Kantonsrivale Yverdon. Sen. Und die sichere Parade von Kieper Brechi. Zwei Minuten werden nachgespielt zum Ende hin dieser ersten Hälfte.
gezeigt worden vom vierten offiziellen David Huwiler. Zürich wird sicher nicht zufrieden sein mit dem Spielstand, wenn man die Chance hatte. Sie haben 20 Minuten klar dominiert. Lausanne hat praktisch 20 Minuten gebraucht, dass sie wieder zurück ins Spiel kommen. So, da kommen sie noch einmal, die Wattwende mit sehen und dann kann Katic im entscheidenden Moment hier auch noch dazwischen gehen. Borisch wollte dich nicht unterbrechen, aber es wäre fast gefährlich geworden. Ich kann gerade sagen, und jetzt so. Losonspor die FC Zürich kopieren mit einem schönen langen Pass in der Verteidigung. Aber es gibt sicher viel zu besprechen beim FC Zürich in der Pause. Es wird euch gespannt sein, wie es nachher in der zweiten Halbzeit wiederkommen. Halbe Minute noch. Fenerzan hat auf die Uhr geschaut, beendet diese erste Dreiviertelstunde. 1:0 heißt es für das Heimteam, dank dem Treffer von Fuseni Diabate, der Mann hier in Bild. Alles noch möglich für die zweiten 45 Minuten. Wir sind gespannt, zu welcher Leistung dann auch noch der FC Zürich fähig sein wird, ob es eine Leistungssteigerung gibt, um hier mit Punkten die Rückreise antreten zu können. So, das sei es gewesen. Weiter geht's also nun. Der FC Zürich über weite Strecken auf einem guten Weg. Fehlt vielleicht noch dieses flache Kombinationsspiel, denn viele hohe Bälle. Das ja, sie haben vor allem probiert, mit dem langen Ball in die Verteidigung zu kommen, was ihnen sehr gut gelungen ist. In dem guten Spiel, also der Pass in die Tiefe gespielt auf den Okita, der immer ging. Und darum bin ich eigentlich sehr erstaunt, dass jetzt der Okita draus ist. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gesehen, dass der Krasniqi ziemlich länger eingelaufen ist, mit dem bandagierten Oberschenkel. Ob das lange tut oder nicht, er ist sicher ein wichtiger Spieler, der sehr viel Dynamik reinbringt im Mittelfeld. Aber ob das lange nachher noch für die zweiten 45 Minuten, bin ich ein bisschen bin ich gespannt. Und das andere eben, wegen sehr langen Ball und vor allem die hohen Ball, die man immer wieder auf dem Marchegiano gespielt hat, da muss ich doch sagen, das ist schon sehr speziell, weil gegen den Düssen, der ist über den Kopf grösser, ist sicher nicht das richtige Mittel. Da sollte man sicher möglichst schauen, den Ball flach im Tür spielen. Auch hier den 22-jährigen Kanar Daniel Affrier. Auch heute ein Teileinsatz, wie schon so oft in den letzten Wochen, auch noch einmal angezeigt vom vierten Offiziellen. Die 18, die reinkommt, und die 11, die eben nicht mehr zu dieser zweiten Hälfte antreten wird. Klar werden wir gleich drauf schauen, wo sich diese beiden Spieler einsortieren. Jamie Roach wie auch Daniel Affrier, die zweite Hälfte, sie läuft, wurde freigegeben vom Fenaisan. Und schön seid auch hier zu Hause. Liebe Fußballfans, nach wie vor bei uns auf Blue Sport live mit dabei. Roger Clark, der wird sich da im zentralen Mittelfeld einsortieren.
mehr defensiv ausgerichtet. Normalerweise spielt er da vor der Viererkette. Und Affrié, so wie Sanchez zu mir gesagt hat, wenige Sequenzen, bevor wir Wilter übernommen haben, geht da gleich vorne in die Offensive. Ja, Affrié ist klar die Position vom Okita, die er übernimmt, aber mehr im Zentrum. Nicht mehr, der Okita war eher derjenige, der auf der Seite gespielt hat. Und auf das hat natürlich jetzt der Marquesano ein bisschen mehr Platz, wo er kann pendeln zwischen dem Sturm und dem Mittelfeld. Und Rolsch steht automatisch in die Position im Mittelfeld genommen, steht einfach ganz klar vor der Verteidigung als Absicherung, das Nummer 6. Einen weiteren Einwurf von Wallner gibt. Nach zwei Teileinsätzen zum ersten Mal in der Startelf 2024. Schiebt noch weg und nachher geht er noch Entschuldigung. Ich muss schon sagen, schon ein bisschen speziell. Ich meine, das ist einfach da, da hat man es falsch gemacht und fertig. Das ist ja nicht ein Herzfall oder so. Schiedsrichter im Pfiff und davon müsste er schon sicher nicht gehen. Entschuldigung. Bafundi. Hat schon einige Inputs nach vorne liefern können. Bisher in diesem Spiel Simone Bafundi. Dort wird es dann auch wichtig sein für den FC Zürich, dass man seinen Aktionsradius, wenn möglich, etwas eindämmen kann. Ja, jede gefährliche Aktion ist von Bafundi weg, ausgegangen. Er hat immer wieder genau im richtigen Moment Simon Koffer der Ball ins Loch spielen und der Stürmer in Szene setzen. Aufgrund der 1:0-Führung für die Hausherren dürfen wir auch in dieser zweiten Hälfte davon ausgehen, dass wahrscheinlich der FC Zürich doch mehr Ballbesitz genießen wird. Insgesamt ist das eine ausgeglichene Geschichte. Sogar leicht mehr Ballbesitz im Moment für die Waadtländer. Poati. Custodio. Mit dem Wechsel vom Rutsch zum Rudani hat mit Lausanne Sport das System geändert. Ich bin mit einem 4-4-2. Jetzt spielt der Custodio auf der rechten Seite und vorne haben sie nachher der Sen als Spitze und der Bafundi, der hinter sich dran ist. Und natürlich auch noch den Torschützen Diabaté, der da offensiv reingehen kann. Den letzten Sieg für den FC Lausanne Sport gab es übrigens in der Saison 2021 in der Liga. Damals im Oktober noch auf der Pontes. Gleich mit 4:0 wurden die Limmatstädter vom Platz gefegt. Das Spezielle daran, es war dann eben auch das letzte Spiel von Ludovic Magne als Cheftrainer des FCZ. Etwa Punkte technisch gesehen gleich unterwegs wie damals mit dem FCZ. Kam damals auf einen Punkteschnitt von 1,18 aus 89 Partien. Aktuell liegt dieser bei 1,1 noch. Pass Custodio. Conte. Krasnici. Krasnici sauber die erste Ballannahme. Der Ball da leicht vom Fuß versprungen. Dante, wieder Krasnici.
Und dann der Versuch aus der Distanz von Shay Conde. Ja, der Morozo kann er sicher nicht schuld haben, weil auf dem Kunstrasen als Chemotte ist man natürlich ganz klar über den Rest gegangen. Einmal hat er getroffen in dieser Spielzeit, nämlich gegen den FCB. Dann 2:2. Schnecke ist verwarnt worden durch Mecken. Spielverzögerung. Er greift Fedaisan auch gleich durch, ja, wobei dürfte da ihn getroffen haben, wegen Reklamieren. So ist es. Gledjan Krasnici. Eine Karte ohne Folgen. Camberi und Guerrero, der noch auf der Bank sitzt, während bei einer nächsten gelben Karte für das folgende Ligaspiel dann gesperrt. Conte. Ignacio. Camberi. Ball kommt an bei Afrije. Dann eilt Letizia rechtzeitig aus seinem Kasten heraus, um sich diesen Ball zu greifen. Hätte ich noch zu einem Missverständnis kann noch kommen zwischen den zwei, zwischen dem Verteidiger und dem Goalie. War ein guter Transfer, dass man Carlo Letizia an Bord geholt hat. Thomas Castella, ein sehr routinierter Keeper. Ja, wahrscheinlich hat da Carlo Letizia natürlich schon noch etwas mehr zu bieten. Der Mann, der immerhin drei Spiele in der Champions League für den Club aus Brügge bestritten hat. Sicher gelöst von Camberi. Spiel unterbrochen. Eine Abseitsposition wurde da angezeigt. Der sich da über links außen immer wieder versucht, in die Offensivaktionen der Zürcher sich einzuschalten. Da kommt er und dann geht Tabamli erneut 10 energisch dazwischen. Aus neutraler Sicht hoffen wir natürlich, dass in dieser zweiten Hälfte noch der ein oder andere Treffer hinzukommt. Schon mal ein gutes Omen leitete Fedaisan dieses Spiel. Unter seiner Leitung gab es in dieser Saison noch nie ein 0:0. Wird auch heute nicht der Fall sein. Und es gab auch viele Tore. Bestes Beispiel zuletzt auf 2:2. Zwischen St. Gallen und Ibi. Guter Ball und dann schafft es Kalisse nicht, diesen Mann den Ball anzunehmen. Da sind einige auf der Haupttribüne schon so ein bisschen aufgesprungen. Ja, das wäre sie gewesen. Schon eine Riesenmöglichkeit eigentlich. Ist wieder vom Bafund ein riesen Pass gewesen, in die Tiefe, genau auf die Hussein. Und er kommt im Prinzip nicht mehr an den Ball dran, ist ein bisschen zu weit voran. Er kommt nur nach dem Spitz und hat nachher noch ihm selber ein bisschen zu weit vorlegen. Wäre natürlich wieder eine wunderschöne Möglichkeit für das 2:0 zu erzielen. Im Moment ist es so, dass Lausanne sich doch ein bisschen zurücktritt. Sie spielen einfach jetzt mit einer 2-4er-Abwehrlinie, mit einer 4er-Verteidigung und 4er-Mittelfeld, aber stehen relativ sehr weit zurück. Und ich finde das sehr speziell, dass man doch irgendwie jetzt mehr aufs Spiel abwarten wird, was man kommt, auf Konter spekuliert. Wallner holt die nächste Ecke raus. Müsste die fünfte sein für die Zürcher in dieser Partie.
etwas mehr als 10 Minuten gespielt in Hälfte 2. Danke an die Regie, da habe ich die Strichliste richtig geführt. Krasnici. Wallner. Da war auch Camberi ganz vorne anzutreffen in der gegnerischen Box, der da langsam wieder zurückkommt. Kombe. Camberi. Wichtig wird es auch sein für das Heimteam, dass man eben nicht zu viel Platz lässt zwischen diesen beiden Vierketten. Dort werden die Zürcher natürlich versuchen, diesen Raum zu bespielen. Unter anderem auch Jamie Roach wird dafür verantwortlich sein, um eben auch diese Lücke zu schließen. Steht hoch im Kurs bei Ludovic Vanja, Jamie Roach. Im Normalfall, wenn er fit ist, dann spielt er auch in der Startelf. Bernet. Boati. Bernet. Der Körper drin von Krasnici, Marquesano in die Tiefe auf Affi. Marquesano. Hussein räumt die Kugel weg. Bernet. Und das war dann sehr stark gelöst von Zabanli. So gibt es etwas Platz über die rechte Seite. Viel geändert hat sich eigentlich nicht. Es ist weiterhin eine Partie auf absolut Augenhöhe. Matthew. Der FCZ versucht sich da in Tournee hineinzuarbeiten. Krasnici, Marquesano. Dann ist auch Wallner nicht weit davon entfernt. Dann der Schubser in den Rücken von Boati, der für sein Team den Entlastungsfreistoß herausholen kann. Also nach meinem Geschmack lässt sich einfach Lausanne viel zu fast zurückdrängen. Lässt das komplette Spiel um FC Zürich über und das könnte doch ein bisschen vielleicht einmal ins Zeug gehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn Zürich die Ball erobert, dann ist viel zu wenig schnell nach vorne spielen und sie sind viel zu träge. Und so hat natürlich Lausanne Sport immer wieder die Möglichkeit, sich zu organisieren, dass nicht unbedingt die Löcher entstehen. Ludovic Magne heute mit erst seinem vierten Pflichtspiel gegen den FCZ. Köpp gab es 2022 den Sieg in dieser Saison, wurde zweimal unentschieden gespielt.
was lässt Lausanne noch zu? Haben alle 6 Heimspiele zuletzt gewinnen können, den Mann in Führung gelegen hat. Zuletzt nicht gelungen ist das im August gegen den FC Yverdon-Sport. War dieser enttäuschend 1:2 Niederlage. Auch im Studio wurde es angesprochen, oftmals richtig gute Leistungen. Am Schluss fehlt es am nötigen Wettkampfglück. Hätte Lausanne doch mehr Punkte schon auf der Habenseite haben können. Da wäre vielleicht auch noch eine Top-6-Platzierung im Bereich des Möglichen gelegen. Wieder der Ball in Richtung vorne, Diabaté. Bauchwalder arbeitet sehr gut nach hinten zurück. Eine Ecke, welche Bafundi gleich treten wird. Eine Ecke, die von einem gelben Pfeifkonzert begleitet wird. Jonathan Okita sieht sich das Spiel von außen an. Alle Zürcher in Oder um den 16er herum und dann ist es Kalisen mit dieser Riesenmöglichkeit. 63. Spielminute. Bewegt sich vom Tor weg. Oder ist natürlich sehr schwierig, durch das, dass er vom Goal weg ist, hat er natürlich nicht mehr die Sprungkraft für richtig hochzukommen. Und durch das hat er noch nicht mehr ein Brittrick, dass der Ball unter die Latte kann bringen. Also wäre ungemütlich geworden für Yannick Brecher, wenn der Ball hier auf den Kasten zugeflogen gekommen wäre. Dante, viel Platz bei Wallner. Das nächste Duell, das sich Wallner und Diabaté liefern. Das sind einfach so unnötige Foul, die man macht als Stürmer. Anstatt mit dem Mitläufer mit drin unter Druck setzen, das ist eigentlich die Einladung, die der Macho tut, der Bernet, dass der Kunde, der Boate, dass der ein Foul produzieren tut und schon im Prinzip aus seiner ungemütlichen Situation nachher befreit wird. Sozusagen ein Gratis-Freistoß hätte wahrscheinlich nur die Option gehabt, den Ball lang zu spielen. So, nun wird wieder gewechselt. Auf Seiten der Zürcher ein Doppelwechsel. Armstrong, Okoflex und Selmin Hoca. Das sind die beiden, die reinkommen. Das Spiel zu Ende für Silvan Wallner und auch für Antonio Marquesano. Also Marquesano ist sicher nicht glücklich, dass er ausgewechselt wird, weil er ist noch derjenige, der immer wieder etwas hat. Dribbelung in der Offensive. Und, aber eben, jetzt kommt er an seiner Stelle schon der Okoflex. 14. Einsatz in dieser Saison stand ja zuletzt. Der spielt er einfach mit zwei klassischen Stürmern, wenn man so sagen, dass er ein bisschen mehr Risiko eingeht, jetzt nach vorne. Da hatten wir die 22 ein erstes Mal am Ball. In Hoca, den 20-Jährigen, ist es der fünfte Einsatz in dieser Saison. Der erste überhaupt in diesem Kalenderjahr. Mitte Dezember stand er beim letzten Spiel 2023 gegen St. Gallen auf dem Platz. Super, wenn der Sender zurückgelaufen ist. Im Prinzip hat er selber ein dummes die Ball verloren, ist aber nachher wieder zurückgegangen, erkämpft. Und da sieht man wohl, wie wichtig das ist, dass man nie aufgibt. Mit
Mittlerweile 20 Minuten gespielt hier im Stade de la Tuilière. Am Score hat sich weiterhin noch nichts verändert. Ich bin des guten Mutes, dass wir da noch einen Treffer mindestens zu sehen bekommen in diesem dritten Saisonduell zwischen diesen beiden Teams. Einsatz von Okoflex. Immer noch die 22. Dann ist es Kambeli, der den Ball abfangen kann. Also unbedrängt so eine Flanke zu schlagen ist natürlich nicht gerade ideal, weil er ist ja ohne Druck und ohne nichts, kann er alles machen. Und so sollte man doch den Ball einigermaßen richtig Fünfer hochspielen, dass man nachher etwas daraus könnte machen. Da scheint Poati zu bluten und deshalb wird es einen Trikotwechsel geben. Müssen die Hosen auch daran glauben. Auch dort sind Spuren zu sehen. Und Ludovic Magnin, der will, dass es deutlich schneller geht. Sein Team da nicht zu ziehen, weiter spielen muss. Und es ist Bernet, der da kurzzeitig nach links hinten staffelt. Weil eben Poitier ist jetzt wieder auf das Spielfeld zurückgekehrt ist. Die 18 da rechts im Bild zu sehen. Camperi. Ocha. Afrié findet Conte. Massiu. Es ist unglaublich schwierig, da eine Lücke zu finden. Immer wieder mit diesen Chip-Bällen. Es sind wirklich zwei Linien, die jetzt los an uns stellen dort. Hinter sich drehen sehr eng, dass es ja auch keine Räume gibt. Aber eben, das wäre uns ein gutes Mittel gewesen, den Ball über die Verteidigung oder hinter der Verteidigung zu spielen, dass nachher ein Schirmer profitieren kann. Aber ich sage es nochmal, los lässt sich zu stark hinter sich gehen. Es wird der Rudani draus genommen, haben automatisch nachher akzeptiert, dass defensiv solider werden zu stehen. Und bis jetzt muss man doch sagen, hast eine einzige, einigermaßen gefährliche Aktion in der Offensive. Das könnte doch der vielleicht noch entzögen. Auch der FC Lausanne-Sport wird einen Doppelwechsel vornehmen. Brighton Labo und Chris Cablon werden angewechselt. Das Spiel für Calisen zu Ende und wahrscheinlich nicht für Morgan Poati, sondern für Antoine Bernet. Heute ohne Scorepunkt geblieben. Calisen wird dann gleich ein positionsgetreuer Wechsel sein, wenn Brighton Labo übernimmt. Brighton Labo, der im letzten Spiel in der Startelf gestanden hat. Auch einer, der doch noch eine Schippe draufpacken kann. 31. Liga-Einsatz. Der Stürmer, der steht aktuell erst bei 4 Toren. Ein einziges Tor aus den letzten 16 Spielen. Wir sind hier um die Hose wechseln, weil die auch noch mit Blutbeschmerzen waren. Und jetzt ist der Sen gekommen und hat mir die Hose gehabt. Man hat einfach halt das Abfallschussnummer auf der Hose. Nein, haben keine Nummer drauf. So, das ist das halb so schlimm. Dürfte auch diese Geschichte gegessen sein.
konnte, hat er da leicht den Arm ausgefahren. Sein Gegenspieler liegen geblieben, namentlich Olivier Custodio, steht aber auch schon wieder. Der Griff ins Gesicht hätte man abpfeifen müssen, wenn Ferraisan diese Aktion sieht. Und soeben wurde auch der Stadionspeaker laut. 7126 Zuschauer hat er vermeldet. Also tolle Zuschauerkulisse auch heute. Ein Angriff auf Feld, einfach nur ein bisschen die Präzision, weil das wäre wieder eine super Möglichkeit gewesen. Ich sehe wieder der Lobo in die Tiefe gegangen ist und wenn der Ball verkommt, ist natürlich eine riesige Möglichkeit nachher im 16er, dass da nachher ein Goal kann erzielen. Aber es ist in der umgestellt, jetzt ist der Kablan da vorne, jetzt ist der Lobo da, ist der Diawate da, jetzt ist der, spielen wir wieder mit drei Stürmern vorhin an, klassisch. Weil ich doch wieder ein gewisses Risiko eingehen oder eine Möglichkeit erschaffen, dass sie das zweite Goal schiessen können. Ocha kann das Tempo nicht mitnehmen. Starke Aktion von Custodio. Lausanne im Anschluss zwar nicht im Ballbesitz geblieben sind, sehr war sie trotzdem dieses Kabinettstückchen von Olivier Custodio, dem Captain, dem Atlant. Poitiers. Das ist wieder so eine Situation, genau gleich, wenn ich vorher gesagt habe, du bist zweit gegen einen und nachher tust du von hinten einfach den noch einfach so wegstoßen. Dann siehst du, vorne kommt der Camperi entgegen, würde den Ball so oder so abnehmen. Und der Hinterschick als jugendlicher Übermut, kann man sagen, stoßt er noch in den Rücken. Mit einer einzigen gelben Karte ist der Referee Sam ausgekommen. Die zückt er gegen Vedian Krasnic in der 52. Spielminute. Wir nähern uns mit großen Schritten der Schlussviertelstunde in diesem Spiel. Gut weitergeleitet. Letizia auch hier. Gedankenschnell. Kommt da rechtzeitig heraus. Vor dem heranstürmenden Armstrong Okoflex. Kompromisslos ausgegangen und den Ball weggeschlagen, weil es wirklich nötig war. Und natürlich jetzt noch voll. Voll in einen Zweikampf drin mit dem Spieler von Zürich. Und es tut natürlich schon weh, wenn er so eine Hüfte verkuscht. Da muss er da gepflegt werden, so ist es Carlo Letizia. Auch heute mit einer fehlerfreien Partie. Hat sich nirgends lange durchsetzen können, ist nirgends lange geblieben. Das zeigt schon nur die Tatsache, dass Letizia heute sein 27. Super League-Spiel bestreitet. Und in keiner anderen Liga hat er so viele Spiele bestritten. Und er ist ja nicht erst 19, 20-jährig, sondern 27. In Rumänien mit Cluj und eben auch mit dem Club aus Brügge Meister geworden. Und hier noch einmal die Aktion, die zu diesen Schmerzen geführt hat, dieser Zusammenstoß mit Okoflex. Er ist anscheinend in der Schulter getroffen worden. Er hat da Schmerzen und das ist natürlich eines vom Wichtigsten im Goal, dass der beschwerdefrei den Oberkörper hat, dass der sich bewegen kann. Nein, es ist auch klar, Thomas Castella, er stünde bereit. Wenn er reinkommen dürfte, wäre es sein sechster Einsatz. Momentan scheint es noch weiter zu gehen für Lausanne's Nummer 1, den Kroaten aus Split. Ja, Frier.
Und dann sprintet Labo nach vorne im Duell mit Katic. Trifft den Ball. Das war für mich kein Foulspiel. Aber haben beide etwas abbekommen nach dem Befreiungsschlag von Katic. Beide hätten unbedingt den Ball wollen, aber nicht umgesehen. Das für mich sauberes Tackling. Sauberes Tackling. Und das Problem ist einfach, er schlägt immer am Bein, das sieht man jetzt so. Und er selber verkommt nachher noch die Stollen hinschicken in den Oberschenkel. Und das ist natürlich grausam schmerzhaft. Ja, und vor allem bei Labo sieht es momentan nicht gut aus. Hier noch einmal die Aktion von Affi. Jetzt wäre ich natürlich Pech, du kommst rein und nachher ist eine erste Aktion, dann müsstest du wieder verletzt sein und vom Platz gehen. Das sind dann immer diese Tacklings, wo es um Millimeter geht. Wenn Katic da den Ball nicht trifft, sondern sein Gegenspieler, dann fliegt er vom Platz. Wäre eine Notbremse gewesen, hier alles gut gegangen aus Sicht des FCZ. Läuft noch unter uns Brighton Labo. Zeigt ja die gleiche Rückennummer wie schon zuvor bei Stadtrivale Stadlo Zanussi. Und vielen Dank weiterhin, dass wir da immer wieder diese tolle Bilder zu sehen bekommen. Weiterhin richtig gut die Stimmung hier im Stade de la Tuilerie. Also beim Labo sieht es nicht gerade so gut aus, weil wenn du nicht am Knöchel so Schmerzen hast, dann kann man gar nicht mehr belasten, den Füß. Also. Einziger Torschütze gewesen beim letzten Nationalmannschaftszusammenzug. Traf gegen Surinam. Spielt ja für Martinique. Dokatic und Labo beide wieder zurück. Standardsituation. Nafundi. Ah, da lässt sich Hoca nicht so einfach überlisten. Sucht der Nafundi das Tunnel? Hat noch das Tunnel wollen probieren. Hat wenig gefehlt, aber eben, da sieht man die Frechheit, die der Spieler hat in den jungen Jahren. Probiert er einfach alles und der Trainer lässt ihn so übel machen und ich finde, das ist eine gute Sache. Auch Selmin Hoca, junger Mann, der 20-Jährige, hat auch sehr gut gearbeitet in der Juniorenakademie des FCZ. Auch immer ersichtlich, dass es Spieler gibt, die dann den Sprung ins Fagnon-Team schaffen. Klar, es kommt auch darauf an, wie die anderen Mannschaften spielen. Ob der FC Zürich zittern muss, dann am letzten Spieltag, sollte es hier nicht reichen, um zu punkten. Bevor die Liga gesplittet wird, wird der FC Zürich sich zu Hause noch mit dem FC St. Gallen messen. Lausanne reist ins Tessin. Klar, es kommt auch darauf an, wie die anderen Mannschaften spielen. Ob der FC Zürich zittern muss, dann am letzten Spieltag, sollte es hier nicht reichen, um zu punkten. Bevor die Liga gesplittet wird, wird der FC Zürich sich zu Hause noch mit dem FC St. Gallen messen. Lausanne reist ins Tessin zum FC Lugano. Was es zu sehen und eben auch zu wissen. Ein
89. Spielminute. Das Fahrspiel. Von der Sekunde. In einer Aktion vorne haben wir das Gefühl, dass Zürich den Ball Richtung ins Goal hineintragen kann. Niemand hat Mühe, dran zu schiessen oder einen scharfen Ball ins Zentrum einspielen. Und so kannst du natürlich nie. Du bist im 16er drin, aber du hast keine Torchance kreieren. Und das ist natürlich zu wenig. Kann es dann auch in den Köpfen mitspielen, weil man eben weiß, Letizia, der spielt auch heute wieder bärenstark, dass man sich vielleicht nicht mehr so getraut, aus einer nicht so guten Abschlussposition abzuziehen. Ja, das Problem ist ja, man muss aufs Goal schießen und das Risiko eingehen. Und ich meine, jeder Ball kann er sicher nicht der Letizia holen. Dann muss man uns wieder sagen, er spielt hervorragend, aber wenn man nicht aufs Goal schießen tut, er hätte praktisch jetzt in der zweiten Halbzeit nicht den einzigen Schuss gehabt aufs Goal. Und, so kannst du, ist das für den Goalie eigentlich einfach. Und wie gesagt, sie spielen viel zu lang spielen und nicht den Überraschungseffekt probieren zu Zürich. Durch das kann sich Lausanne immer wieder neu organisieren. Und sie sind ein bisschen kopflos, ahnungslos, was sie machen sollen. Die stehen da, schauen praktisch immer voran drin, was soll ich spielen. Und da sieht man eine gewisse Hilflosigkeit im Moment im Spiel vom FC Zürich. Und so viele Torschüsse, die wirklich auf den Kasten kamen, hat es eben auch nicht gegeben. 4:3 zugunsten des FCZ. Gewechselt wurde auch noch einmal. Wir schauen uns diesen wunderschönen Treffer von Fusseni Diabate sehr gerne noch einmal an. Wurde durch Haitem Lucif ersetzt. Das ist dann schon etwas defensiver, wie Lausanne spielen wird. Lucif, der zwar die Position übernommen hat, von der Grundausrichtung doch etwas defensiv agiert. Tim Normalfall. Toccia. Okoflex legt ab für Krasnici. Oh, schöne Aktion von Okoflex, der den Ball dann nicht aufs Gehäuse bringt. Bringt sich da in eine gute Abschlussmöglichkeit. Kann da sogar gegen innen ziehen, hat den besseren Winkel hier noch einmal zu sehen. Der Ball nicht richtig getroffen. Aber das ist jetzt eben genau die Situation. Da musst du einfach, sobald du im 16er bist, musst du einfach probieren, dass der Ball richtig Goal schiessen kann. Irgendwann mal kann er eben da eingehen. Lausanne scheint sich auf diese Nadelstiche zu verlassen, die man noch setzen will in dieser Schlussphase. Caveri vor Labo am Ball. Auch Muratura unten an der Linie hat es angezeigt. Bitte etwas schneller nach vorne gehen, auch schneller nachrücken. Matthew. Dante und dann war die Fahne oben. Es ist im Prinzip unverständlich, dass ein Spieler, der ganz zahler Ausrüstung steht, dass sich selber ins Hofset bringen wird. Hier sieht man die Situation wieder vom Hund. Wir schauen, wie genial wieder der Boss da zwischendrin durchbringen wird. Und nachher da ist natürlich zu wenig stark und zu wenig präzise der Ball rückwärts gespielt worden. Die Zeit, sie läuft den Limmatstädten allmählich davon. Vielleicht sind es dann keine 5 Minuten regulär zu spielen, hier im La Tuilière. Conte. Camberi. Krasnici Mitte zugestellt, deshalb geht es erneut über Dante. Und auch diese Kugel pflückt sich Letizia. Da muss auch dort stehen, weil der Ball da in die Nähe des näheren Pfosten geflogen kommt. Ist einfach viel zu hoch zum Goal kommen wieder. Der Ball muss uns in Angefahr oder auf die Fünfer kommen, weil das ist genau der Punkt für den Goalie. Wenn kann ich rauskommen, kann ich nicht rauskommen, dann müsst ihr im Prinzip warten. Und dann kommt unter Umständen halt einer von der eigenen Mannschaft schön im Kopf drin läuft. Ich
nicht nur schön, dass es auf Blue Sport jede Entscheidung im nationalen Fußball zu sehen gibt, sondern man kann auch dabei sein bei uns. Einen Einblick genießen ins Studio bluenews.ch/kidsday. Ein Erlebnis, das man dann nicht mehr so schnell vergisst. Eine richtig gute Sache. Wird gleich die Brechstange eingewechselt. Ivan Santini kommt rein. Wird Fabio D'Aprema ersetzen. Katic zeigt es an. Geht oben raus. Macht er nicht. Dafür behält sich D'Aprema und wird also gleich durch Santini ersetzt. Wird Fabio D'Aprema ersetzen. Katic zeigt es an. Geht oben raus. Macht er nicht. Dafür behält sich D'Aprema und wird also gleich durch Santini ersetzt. Oh, das muss dann auch gelb geben, diese Aktion. Oh, das muss dann auch gelb geben, diese Aktion von Brighton Labo. Nicht die feine Art gegen Camperi. Ganz unnötiger Tritt, Ball war schon lange weg. Der Labo ist unglaublich, was jetzt der gemacht hat, dass man einfach in. Oh, das muss dann auch gelb geben, diese Aktion von Brighton Labo. Nicht die feine Art gegen Camperi. Ganz unnötiger Tritt. Ball war schon lange weg. Der Laber ist unglaublich, was jetzt der gemacht hat, dass man einfach hinter sich nachkommt. Und im Prinzip kann er ja noch froh sein, dass er nicht eine rote Karte bekommt, weil das ist. Ja. Mit der Einnahme von Santini probieren ist natürlich jetzt mit dem hohen Ball, dass man mehr Durchschlagskraft kann werden kann auf Flanken. Aber dann müsste eben dem alle Planken in die Position kommen, was gefährlich ist. Wo man nachher mit seinem Kopfballstärke das Duell gewinnen. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange dauern und dann werden wir Zürich 24 auch vorne sehen. Katic, erst einmal Labo, Schuss geblockt von Camperi. Das sind alles Sequenzen, in welchen Lausanne-Sport noch Zeit von der Uhr nehmen kann. Das war kein Foulspiel gegen Chris Cablon. Aber der Labo hat natürlich sehr viele Möglichkeiten, auch viel zu wenig daraus gemacht. Im Prinzip hätte er wirklich das Duell 1 gegen 1 gegen den Campere müssen suchen. Und im 16. bist du immer im Vorteil, dass der Verteidiger ja nicht mehr so viel darf machen. Ja, war schon ein gutes Beispiel von Santini, der das Kopfballduell gewonnen hat. Das hätte da erfolgreich für Krasnici ablegen können. Wie lange wird nachgespielt? Da wird Fenaisan mit Sicherheit die eine oder andere Nachspielminute oben drauflegen, auch aufgrund der Ein- und Auswechslungen, die es gegeben hat in diesem Spiel. Poati. Fünf Minuten. Werten es an. Ein Spiel von Katic.
hat kein schlechtes Spiel seiner Mannschaft gesehen. Das darf man so festhalten. Murat Ural, Alberto Romano, die beiden Co-Cheftrainer beim FCZ. Aber am Schluss fehlt es dann, diesen letzten Punch, diese letzte Effizienz in die Box zu bringen. Das hat Zürich hinter wirklich mit Stab gebrungen. Noch ist das Spiel nicht vorbei. Noko Flex. Matthew Conte. Mit der Möglichkeit abzuziehen, auch hier fehlt es an der Präzision. Der Schuss, der traf voll und ganz in die Mitte kam. Muss Letizia eigentlich nur stehen bleiben. Und auch Nanisa Yamo wird dann für die Schlusssekunden auch noch reinkommen, einerseits um weiter Zeit wegzunehmen und um dann die Abwehr noch mehr zu verstärken. Michael Nanisayamo, Simone Pafunti, der dann bei den hohen Bällen wahrscheinlich keine große Rolle mehr spielt, verlässt den Platz beim FCZ. Ist Nevio Di Giusto der neue Mann für diese ultimative Endphase der Partie. Pafunti, der hat sich da auch noch den Jubel abgeholt, der er vorlagengeber beim bisher einzigen Treffer in diesem Spiel. Haben wir den neuen Mann beim FCZ, Nevio Di Giusto. Samoni hat jetzt mit dem Wechsel ganz klar die Defensive verstärkt, dass ja Zürich nicht mehr die Möglichkeit hat, mit dem hohen Ball, dass jetzt ein Überzahl sind, darum hat er auch ein paar Funde daraus genommen, dass die Abwehrstärke noch besser wird sein. Das Spiel ist praktisch mit drei Innenverteidigern los am Sport. Dann werden wir alle auf dem Markt spielen. Der Mandli Düssen und Nanisayamo. Alle sind sie doch groß gewachsen. Rosan bringt auch diesen Ball weit von der Gefahrenzone weg. 90 Sekunden bleiben noch für Brecher und Komm, hier mit einem Punkt aus diesem Spiel zu gehen. Standing Ovation hier im La Tuilière. So schnelllebig ist der Fußball. Einige Wochen zurück, da wären diese Fans am liebsten gar nicht mal wiedergekommen. Ja, in dieser Situation hat man ganz klar gesehen, dass der Labo diesmal Angst hatte. In einem Zweikampf noch mal drin war, wieder im Cottage war, ja. Und hat doch wieder abgebrochen. Die Zürcher benötigen diesen einen Ball, der das Ganze noch einmal gefährlich macht. Da stehen sie alle sehr kompakt und stabil. Auch diese Aktion kann geklärt werden. Dann gibt es den Foulpfiff gegen Di Giusto. Natürlich die schönste Paarung ist nächsten Sonntag Zürich gegen St. Gallo. Je nachdem, was jetzt mal passieren wird, was der wirklich wäre. Eine von den zwei Mannschaften um sein Team, um alles, ob man wirklich unter der ersten Sechs ist oder nicht. Zürich hat für mich hinten, vor allem jetzt in der zweiten Halbzeit zu wenig gebrungen, zu wenig offensiv Druck bringen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, Lausanne hat das clever mit grossem Risiko zum Teil in der Defensive genommen. Also die Nachspielzeit auch vorbei. Wir schauen auf die Blitztabelle. Lugano hat sein Spiel gegen den Grasshopper Club Zürich gewinnen können. Gian Zella, der Torschütze vom Punkt aus. Der Treffer schon in der ersten Hälfte gefallen. Eine Aktion wird Fedaisan wahrscheinlich noch laufen lassen. Aber es müsste sehr schnell gehen für die Lehmannstädte. Erst einmal geht es noch einmal in die andere Richtung mit Lapo. Lucy, spreche mit dem Big Save. Aktion noch nicht zu Ende.
hervorragend vom Brecher. Muss ich sagen, und uns aber sehr schön gespielt gesehen. Im Prinzip hat man schon einen Rechnerball schon, das ist der Abschluss. Und trotzdem reicht es nicht. Es wird gejubelt bei Ludovic Magna und bei vielen hier im Stade de la Trinière. 1:0, Diabaté, der einzige Torschütze. Danke, George, warst du mit dabei? Danke. Ich möchte mich verabschieden, gebe sehr gerne schnell zurück ins Studio und sage Tschüss und Bye-bye. Die